Was könnte besser sein, als frei durch den blauen Himmel zu fliegen? Oh, warte, ich kann gar nicht fliegen. Ach du lieber Peter, was ist das? Ich will das nicht. Hilfe! Hey Sammy, warum schreist du denn so? Und warum hast du ein Lineal auf dem Rücken? Oh, zieh wieder, aber sei Dank. Ich war nur ein Albtraum. Was hast du gesehen? Alte Süßigkeiten? Und was ist das? Nicht lustig, Peter. Ich war ein Albtraum. Und das ist der Bauplan für mein Flugzeug. Was du nicht sagst, das ist so faszinierend. Und wo willst du damit hin? Nirgendwo hin. Da ist irgendwo ein Fehler. Mein Flugzeug kann nicht fliegen. Nicht weinen. Wir bauen einfach eine Mini-Version davon, um das Problem zu finden. Komm mit, wir haben viel zu tun. Weißt du, ich sage dir, Peter, eines Tages werde ich bestimmt fliegen. Das wirst du ganz sicher, daran habe ich keinen Zweifel. Und was hast du geschafft zu tun? Was? Sammy, vorsichtig, pass auf, wo du hinfliegst. Ich habe alles für unseren Vogel vorbereitet. Hier sind die Flügel. Kann mein Entchen auch fliegen? Darf ich mal sehen? Wahrscheinlich, aber nur so. Wusch! Sie will ihre Flügel nicht ausbreiten, siehst du? Lass sie lieber schwimmen. Enten fliegen nicht so gerne. Okay, komm, ich bring dich zurück ins Wasser. Puh, und ich kümmere mich um die Technik. Ich meine den Zusammenbau. Immer her, Peter. Ich habe eine Lupe. Und du nicht. Sammy, wir bauen hier keine Miniatur zusammen. So klein sind die Teile nicht. Schubst mich nicht. Warum nicht? Was ist denn das? Dieses Mini-Handwerk ist nicht so klein, dass man eine Lupe braucht. Wir haben also den Körper und die Flügel. Was brauchen wir noch, um es wirklich fliegen zu lassen? Ich weiß nicht, aber ich verrate es nicht. Obwohl, ich kann dir einen Hinweis geben. Warte, ich muss atmen. Zum Totlachen. Hör auf zu lachen. Denk lieber nach. Schau mich an. Und wie lange soll ich noch so laufen? Okay, hab's kapiert. Du meinst den Schwanz, aber das geht doch gar nicht. Jedes Teil eines Flugzeugs braucht einen stabilen Rahmen. Das gilt auch für das Heck. Also werden wir die Basis dafür hier anbringen. Aber Papierflieger können auch ohne fliegen. Sie fliegen, aber sie transportieren niemanden. Und diese Flugzeuge haben einen Metallrahmen, siehst du? Du kannst aber versuchen, damit nach Tibidabo zu fliegen. Ich hab schon kapiert. Hier, du kannst weitermachen. Oh, danke, Sammy. Also, los geht's. Und danke für deine Hilfe, Sam. Gerne. Dieses Gummiband ist perfekt für die Schleuder. Gib es mir. Eine Schleuder? Tolle Idee. Ich will sie auch mal testen. Peter, lass dich nicht ablenken. Kontrolliere lieber den Rahmen. Stimmt, fast hätte ich die Reibung vergessen. Wir müssen etwas Öl auf den Gummi auftragen. So? In der Zwischenzeit kannst du die Farbe für den Rahmen aussuchen. Das ist deine Aufgabe. Ja, und während ich weg bin, spielst du mit dem Gummiband. Mach ich nicht, versprochen. Unser Vogel braucht ihn mehr als alles andere. Sollen wir eine Gitarre statt eines Vogels machen? Wusste ich doch. Freunde, bitte behaltet Peter im Auge, während ich die Farbe hole. Meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie bei meiner großen Show zu sehen. Was? Sammy, das ist ein Irrtum. Heute steht keine Show auf dem Programm. Oh, Peter, du verstehst es nicht. Mach das Licht aus. Oh, sorry, du kannst weitermachen. Also, meine Damen und Herren, jetzt werden wir gemeinsam die Farbe für unseren Vogel aussuchen. Und mein Assistent Peter wird euch alle unsere Möglichkeiten zeigen. Sammy, alles ist bereit. Aber ich bin überrascht, dass du die Farbe nicht selbst aussuchst. Nur ein guter Schuss und wir haben die nötige Farbe in der Hand. Hi-ya! Hopp! Ach du lieber Väter. So, endlich haben wir eine schöne blau-grüne Farbe. Worauf wartest du da noch? Nimm den Pinsel und leg los. Ich bin ja schon dabei, Herr Kommandant. Gib mir nur etwas Zeit.
Siehst du? Fertig. Und die Farbe ist auch schon getrocknet. Höchste Zeit, sich um die Flügel zu kümmern. Wir brauchen auch solche hier. Zeig mal her. Du bist doch kein Vogel. Wir könnten sie am Rahmen befestigen. Nein, sie passen hier nicht. Dann such dir die Flügel selbst. Ich wollte nur helfen. Warum soll ich sie suchen? Du hast doch schon alles gefunden. Hey, etwas mehr Respekt. Wir müssen es nur an unseren Vogel kleben, damit er wirklich fliegen kann. Oh nein, das ist so schön. Gib es zurück. Sammy, sei nicht so knausrig. Diese Folie sieht hier toll aus. Okay, na gut. Ich werde dieses Opfer im Rahmen des Bastelns bringen. Wie großzügig. Ich überlege mir besser, wie ich die Flügel verzieren kann, damit sie besser sichtbar sind. Wir werden hier hinfliegen. Ich hoffe, unser Vogel hat genug Energie, um da anzukommen. Sammy, soll das ein Scherz sein oder so? Da steht nichts drauf. Es ist eine geheime Karte. Du musst dich schon anstrengen, um sie zu sehen. Ich packe jetzt meine Sachen und du machst mit dem Vogel weiter. Mich anstrengen? Ha, okay. Ich weiß, wie ich Federn für unseren Vogel machen kann. Der Kleber ist erstmal unsichtbar, aber wir malen damit Muster und bekommen etwas Cooles. Und was ist mit Glitzer? Ich habe eine Menge davon. Na, willst du einen Trick sehen? Schau genau hin. Sammy, ich darf mich Magier nennen. Das will ich auch versuchen. Halt das mal. Nein, danke. Kein Essen für mich. Ich nehme einen Saft. Sammy! Hey, Sammy! Wach auf! Was? Wo? Wir müssen weitermachen. Ich in deinem Traum hast du die Stewardess nach Saft gefragt. Ich habe weder Essen noch Saft, nur den Vogel. Peter, ich habe eine sehr detaillierte Anleitung erstellt, wie man unseren Vogel... Was ist das für ein Durcheinander hier, Peter? Pass bitte auf, wo du hintrittst. Alles hier ist wichtig. Oh, was ist das? Wozu brauchst du das? Oh, sorry, Sammy, das habe ich ganz vergessen. Das ist mein Pilotenzubehör. Was? Als Pilot protestiere ich. Hey, sei vorsichtig. Ich habe eine Weile gebraucht, um das auszusuchen. Schau mal, wie hübsch das ist. Ein Pilot braucht keine Accessoires. Aber ein Anzug ist absolut notwendig. Also benutze deinen Kopf und... Kopf? Wie konnte ich das nur vergessen? Unser Vogel hat keinen Kopf. Ich werde ihn jetzt ganz schnell zeichnen. Ohne Kopf kann ein Vogel nicht fliegen. So. Ich bin ein Reiter. Ich meine, der kopflose Pilot, Sam. Also ein Reiter oder ein Pilot, hm? Du hast uns alle verwirrt. Und hier ist das Ergebnis. Ein netter, kleiner Vogelkopf. Komm schon. Ich habe so einen coolen Look kreiert. Übrigens, ich kenne auch was Besonderes. Schau dir das an. Oh, das ist der Hammer. Damit können wir unseren mechanischen Vogel fertigstellen. Sind wir noch nicht fertig? Ich bin bereit, jetzt abzuheben. Schauen wir mal, ob alles funktioniert. Halt dich gut fest, Sammy. Ich halte mich. Halte mich. Sammy, alles okay? Ich glaube, der Vogel wollte dich nicht mitnehmen. Ich frage mich, warum. Ich weiß, was das Problem ist. Ohne Federn ist es auch kein Vogel. Ich habe nur diese hier. Meinst du, die passen? Nein, natürlich nicht. Wie konntest du das nur denken? Woher soll ich die Federn bekommen? Von einem Papagei aus dem Zoo? Mach du hier mal sauber. Und ich hole die Federn für dich. Okay. Egal, was wir machen, ich muss irgendwie immer putzen. Hopp, hopp. Hier bin ich mit den Federn. Komm schon, heb sie an. Dein Wunsch ist mein Befehl. Alles muss perfekt werden. Ich glaube, unser Vogel ist jetzt bereit zum Fliegen. Sicher, dass er fliegen wird? Haben wir alles nach meinem Bauplan gemacht? Ganz sicher. Dein Plan war perfekt. Du hast nur ein paar Details vergessen. Und das wirst du jetzt mit eigenen Augen sehen. Flieg, Vogel! Wuhu!
Wir haben es geschafft, Sammy. Sammy, wir haben einen neuen Weltrekord. Juhu! Was ist das denn? Ich habe heute gar keinen Geburtstag. Überraschung! Peter, das ist ein Geschenk von mir für deine tolle Arbeit. Sammy, das ist aber lieb. Und was ist das? Verstehst du nicht? Es ist eine Anleitung für einen großen Vogel. Du kannst jetzt loslegen. Oh, Sammy, ich brauche eine Pause. Außerdem läuft uns die Zeit davon. Freunde, hat euch unser schöner Vogel gefallen? Wenn ja, dann gebt uns viele Daumen nach oben. Juhu! Und abonniert unseren Kanal, damit ihr nichts verpasst. Tschüss!